Der Mensch ist keine Nummer. Der kleine. Ich darf das Wort eigentlich gar nicht sagen, aber es steht da drin. Ist eigentlich eine Beleidigung. Der kleine Zigeuner von Jitka Lodeova. Einmal ging ich durch die Straßen. Ich weiß nicht mehr, ob es am Mittwoch oder am Freitag war. Ich lief an grauen Häusern vorbei. Die stehen dort wie traurige Wächter. Ihre Fenster, Türen, alles kaputt. Der Putz bröckelt schon bei der geringsten Berührung von den Wänden. Das sind schon traurige Gestalten. Was fangen sie mit den Leuten an? Nichts. Schweigend machen sie uns darauf aufmerksam, wie wir sie zerstören. Gerade hat es aufgehört zu regnen. Überall auf der Straße sind Pfützen und in ihnen spielen Farben aus Öl, das aus vorbeifahrenden Autos tropft. Die ganze Umgebung, die grau nasse Straße, kaputte Häuser, macht mich traurig. Ich bin komisch gelaunt. Noch vor kurzem habe ich gelacht, aber jetzt ist mir nicht sehr nach Lachen zumute. Ich gehe einfach nur weiter und denke, wie kann hier überhaupt jemand wohnen? Warum lassen die Leute das so verkommen? Gedankenversunken in dieses Warum habe ich ganz vergessen, auf den Weg zu achten und patsche in eine Pfütze. Verdammt, entfuhr es mir und plötzlich stockte mir der Fuß. Unabsichtlich hatte ich das Werk von jemandem zerstört. Auf dem Bürgersteig kauerte ein kleiner Junge. Kein Weißer, aber was tut das zur Sache? Mit seinen Händen baute er hier kleine Häuser und war bis hinter die Ohren mit Matsch bedeckt. Das machte ihm natürlich gar nichts aus. Er sah sichtlich zufrieden aus. Zumindest denke ich, dass er zufrieden war. Jedoch nur bis zu dem Augenblick, als ich auftauchte. Verwundert und traurig zugleich schaute er mich an. Er spielte auch mit kleinen Booten. Die Pfütze verwandelte sich so in einen Teich und jemand, den er überhaupt nicht kennt, der sich in seiner Straße verläuft und seinen Bau zerstört. Er weinte nicht, er schaute mich ein bisschen verachtend an, aber es war zu sehen, dass es ihm leid tat. Ich hätte weiter gehen können, ihn auslachen und beschimpfen, aber das tat ich nicht. Seine Augen blickten so traurig, dass ich keine Kraft hatte, böse zu ihm zu sein. Ich war nicht in Eile, und so kauerte ich mich neben ihn und half ihm, seinen Bau zu reparieren. Eine Weile schaute er mich verwundert an, aber er begriff natürlich, dass ich es ihm nicht böse meine. Und begann mitzuhelfen. Die ganze Zeit sagte er kein Wort, und trotzdem verstanden wir uns. Als wir das kleine Bauwerk repariert hatten, stand ich auf und ging weiter. Er lachte mich an, gab mir eins von seinen Papierschiffchen und winkte zum Abschied. Ich war schon nicht mehr so traurig wie vorher. Die Begegnung rührte mich. Schon war ich fast um die nächste Hausecke abgebogen, als ich auf einmal nicht weitergehen konnte und mich ein letztes Mal nach ihm umsehen wollte. Mir war so wohl ums Herz, dass ich nicht wollte, dass dieses Gefühl vergeht. Verlangsamte einen Schritt. Fast schlich ich schon, und noch bevor ich um die Ecke abbog, schaute ich mich um. Das, was ich zu sehen erwartet hatte, sah ich nicht. Im Gegenteil, wie erstarrt stand ich an der Straßenecke und spähte in die Ferne. Ich schaute zu der großen Pfütze, bei der noch vor kurzem der kleine braune, aber niedliche Junge gespielt hatte.
Der stand jetzt an der Hauswand, wischte sich mit dem Stampfer schmierten Händen die Augen und am Kopf hatte er etwas Rotes. Gut konnte ich es aus der Ferne nicht erkennen, aber es schien mir, als sei es Blut. Vor ihm standen zwei Jungen. Viel älter waren sie nicht. Sie gingen vielleicht so in die 7. oder 8. Klasse. Einer hatte in seiner Hand einen Knüppel, der andere einen Stein. Beide sprangen in unseren Teich herum, lachten, beschimpften und schlugen, wohl auch den Kleinen. Der war total verängstigt und Tränen rannten ihm über sein kleines braunes Gesicht. Bittend schaute er zu mir herüber und sicher wünschte er sich, dass ich ihn nicht einfach so allein dalassen würde, sondern ihm helfen würde. Ich ging näher und schrie: Was macht ihr da? Aber es tat sich nichts. Nach einer Weile drehte sich einer der beiden Jungen um und sagte etwas, was ich lieber nicht wiederholen würde. Sie waren so in ihre Zerstörung vertieft, dass sie nicht einmal merkten, dass ich schon fast bei ihnen war. Dann drehte sich der andere um, nahm den Stein und warf ihn in das nächste Fenster, in das einzige Fenster, was noch ganz war. Der Knüppel flog in die Richtung des Jungen. Dann verschwanden sie. Es blieb wieder nur Stille, Schlamm und Scherben auf dem Bürgersteig zurück. Unsere gemeinsame Freude und unser Glück waren verflogen. Ich gab dem Kleinen ein Taschentuch. Ja. So, ich würde mal sagen, wie in jedem Videos dieser Reihe machen wir jetzt wieder eine kurze Schweigeminute zum Thema. Ein bisschen gedenken kann man diesem Thema. Los geht's. Ja, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt für diese doch etwas kürzere Geschichte. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Video.